das einzige Monument in Paris, das bereits von weiter Ferne sichtbar ist. Die Bauarbeiten an Notre Dame dauern fast 200 Jahre. Am Ende ist sie die größte Kathedrale Europas. Etwa zur gleichen Zeit werden am linken Seineufer kirchliche Hochschulen errichtet. Die Universität der Sorbonne zieht Studenten aus ganz Europa an. Als Karl V. im Jahr 1364 den Thron besteigt, hat Paris ungefähr 200.000 Einwohner. Er will das Ansehen der Stadt ausbauen und Paris besser vor möglichen Angriffen schützen. Die Landesfürsten beschließen, den Louvre an die aktuellen Zeiten anzupassen und eine neue Festung zu bauen. Auch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wächst Paris weiter. Der Louvre steht jetzt nicht mehr vor den Toren der Stadt. Die Festung ist Teil der Metropole geworden und ein Teil seiner Befestigung wird zur Stadtmauer erweitert. Obwohl der Zweck des Louvre immer noch die Verteidigung der Stadt ist, wird die Burg zu einer prächtigen Residenz für Karl V. und seinen Hofstaat umgebaut. Der König lässt zahlreiche Fenster einbauen und trotzt so den dunklen Zeiten des Mittelalters. In der Renaissance ist es für die französischen Könige dann nicht mehr notwendig, sich in einer Festung zu verbarrikadieren. König Heinrich IV. Lässt entlang des Seine die große Galerie errichten, die den Tuileries-Palast mit dem Louvre verbindet, und erschafft dadurch den Cour Carré. Die Ermordung von Heinrich IV. Setzt dem Palastbau allerdings ein vorläufiges Ende. Erst im 17. Jahrhundert wird das Cour Carré durch den Sonnenkönig Ludwig XIV. Fertiggestellt. Als Mann mit ausschweifender Lebensart hat Ludwig XIV. Große Pläne für Paris. Frankreich ist ein herrlicher Körper und Paris sein Herz. Und Paris bin ich. Diese Stadt liefert mir ständig neue Inspirationen für Denkmäler, für großartige Monumente. Ich will ein neues Rom erschaffen. Monsieur Colbert, mir ist zu Ohren gekommen, dass der Krieg viele Menschen zum Krüppel gemacht hat. Das tut mir sehr leid. Ich will niemanden verletzen, aber ist es nicht trotzdem richtig, die Siege zu feiern? Monsieur Blombel, lass zu meinem Triumph einen Bogen errichten. A Porte Saint-Denis. Und da kommt mir ein weiterer Gedanke. Stellen Sie sich vor, ich, König Ludwig XIV. Als Mars, der Sieger über die deutschen Adler. Monsieur Bullet, es wäre sehr passend, meinen Sieg im Rheinland zu gedenken. Errichtet einen zweiten Bogen am Port Saint-Martin. Seine Majestät Ludwig XIV. Und der Rest seiner großen Projekte für Paris. Luft! Baut breite Fahrbahnen in Richtung Nord. Paris braucht Raum zum Atmen. Monsieur Louvois, anstelle des Hotel Vendôme möchte ich einen großen, weiten Platz. Wir nennen ihn geschmackvoll Place Louis le Grand. Monsieur Desjardins, ihr werdet eine Skulptur von mir formen mit den besiegten Nationen zu meinen Füßen. Sie soll in der Mitte des Place de Victoire stehen. Mir wurde gesagt, dass viele Veteranen des 30-jährigen Kriegs zu Krüppeln wurden. Es ist unansehnlich, sie auf den Straßen zu sehen. Erschrecken sie nicht vielleicht die Menschen dort? Wir schaffen denjenigen, die ihr Leben für das Reich riskiert haben, einen Platz, wo sie in Ruhe leben können. Für diese Versehrten bauen wir das Hotel des Invalides auf dem Place de Grenelle. Paris soll das neue Rom werden. Deshalb versucht Ludwig, die Stadt als Ganzes zu betrachten. Die Stadtplanung sieht Gärten, monumentale Tore mit dekorativen Elementen und eine Reihe von identischen Plätzen vor. Der kreisförmige Place de Victoire ist einer von den 5 sogenannten königlichen Plätzen und wird zu Ehren der militärischen Siege des Königs errichtet.
Der Monarch gründet die Akademie für Literatur und Kunst, die heutige Académie Française. Sein Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Hôtel Royal des Invalides. Durch dieses riesige Projekt hofft er, sein Ansehen bei den Soldaten zu steigern. Im Jahr 1744 erkrankt König Ludwig XV. Schwer und schwört, im Falle seiner Genesung eine Kirche bauen zu lassen. Tatsächlich wird der Monarch wieder gesund und lässt das Pantheon bauen. Er widmet es der Schutzpatronin von Paris, Genoveva. Nach der Französischen Revolution wird das ehemals religiöse Bauwerk jedoch zur nationalen Ruhmeshalle erklärt. Im Jahr 1774 besteigt Ludwig XVI. Den Thron. Wie seine Vorgänger zieht er es vor, in Versailles zu leben statt in Paris. Abgesehen von wenigen privilegierten Ecken ist die Hauptstadt jetzt ein Hexenkessel. Aufgrund von Missernten und Hungersnöten haben die Menschen ihre Häuser auf dem Land verlassen und sind in die Stadt gekommen. Paris steht kurz vor dem Überkochen. Im Jahr 1789 leben die Bewohner des ärmsten Bezirks von Paris, dem Faubourg Saint-Marcel, noch wie im Mittelalter. An jeder Straßenecke gibt es Gauner. Madame? Vater. Für unsere Arbeit. Natürlich, Vater. Die Festung der Bastille wirft seit ihrer Erbauung im 14. Jahrhundert ihre finsteren Schatten auf das Viertel Saint-Antoine. Der Louvre ist das Glanzstück der Hauptstadt, die Bastille sein dunkles Gegenstück. Ursprünglich wird die Bastille im Osten von Paris errichtet, um das Verteidigungssystem der Stadt zu vervollständigen. Das rechteckige Gebäude besteht aus 8 Türmen, die durch hohe Mauern miteinander verbunden sind. Die Bastille gilt als uneinnehmbar und wird deshalb später als Gefängnis benutzt. Die Französische Revolution steht kurz bevor und die Bastille ist das Symbol der Exzesse der französischen Monarchie. Ein Brief mit dem Siegel des Königs reicht, um jemanden ohne Gerichtsverfahren in der Festung einzusperren. Der 14. Juli 1789 ist der Tag der Revolution. Die wachsende Kluft zwischen Bevölkerung und Monarchie hat Unruhen und Demonstrationen zur Folge. Die Pariser greifen die Festung an. Der Sturm auf die Bastille entbrennt. Allerdings stand die Festung nicht in der Mitte des heutigen Place de la Bastille. Farbige Pflastersteine markieren die Umrisse der Türme und Mauern. Am 15. Juli, also bereits einen Tag nach dem Sturm, beginnen 800 Arbeiter damit, die Bastille abzubauen. Die Steine werden unter anderem für den Bau der Pont de la Concorde-Brücke verwendet. 10 Jahre lang erlebt Paris die unruhigen Zeiten der Französischen Revolution. Die Monarchie ist zusammengebrochen und die Republik wird ausgerufen. Auf dem Place de la Revolution, dem heutigen Place de la Concorde, wird eine Guillotine errichtet. Hier fallen vor schaulustigen Parisern tausende Köpfe. Unter anderem werden hier König Ludwig XVI., Marie-Antoinette, Danton und Robespierre hingerichtet. Mit der Französischen Revolution beginnt eine neue Ära und Paris muss sich neu erfinden. Napoleon I. will Paris zur Hauptstadt seines Reiches machen. Gelegentlich übernachtet er im Tuilerienpalast, der heute nicht mehr existiert. Myra, gibt's Neuigkeiten? Majestät, in Austerlitz verkündeten Sie, dass die Truppen in Paris durch Triumphbögen gehen würden. Wo sind die? Ich glaube, ich habe eine Lösung. Sie verwenden 500.000 Francs, um einen Triumphbogen am Eingang zu den Boulevards zu bauen.